Willkommen zum achten Lauf des European Truck Racing Championship in Spanien. Vor den Toren der 3-Millionen-Metropole Madrid findet das vorletzte Kräftemessen der europäischen Renntrakt-Elite statt. Trotz kalendarischem Herbst herrscht in der spanischen Hauptstadt noch Sommerwetter. Rund 30 Kilometer außerhalb Madrids gelegen findet sich der Circuito del Jarama. Die fast 4 Kilometer lange Rennstrecke war neunmal Austragungsort des spanischen Formel 1 Grand Prix und blickt auch sonst auf eine bewegte Geschichte zurück. Für das Feld, der ETRC, ist der anspruchsvolle Kurs mit seiner Kombination aus schnellen Geraden und engen Bremspassagen eine große Herausforderung. Als Meisterschaftsführender mit 35 Punkten Vorsprung ist der Deutsche Jochen Hahn nach Spanien gereist. Für den Europameister von 2011, 2012 und 2013 eigentlich ein entspanntes Punktepolster. Doch Hahn lehnt sich keinesfalls zurück. Man muss auch bedenken, warum ich nun mit 35 Punkten führe. Adam hatte einen Ausfall aufgrund eines technischen Defektes in Zolder. Ich konnte das Rennen gewinnen und damit 20 Punkte holen. Ich kann ebenfalls ausfallen und dann sind wir wieder auf dem gleichen Punktelevel. Momentan ist also nichts sicher. Wir müssen kämpfen, konzentriert bleiben und versuchen, den Vorsprung zu halten. Der Tscheche Adam Latzko ist unter Druck. Die Führung von Hahn ist groß. Er muss hier in Spanien Punkte aufholen, um sich weiterhin seine Titelchancen zu sichern. Das sind schon eine Menge Punkte. Es ist das gekommen, was ich am Anfang der Saison gesagt habe. Wer als erster technische Probleme hat, wird voraussichtlich die Meisterschaft verlieren. Doch ich werde bis zur letzten Kurve, bis zur Ziellinie in Le Mans alles versuchen. Doch das wird nicht einfach. Aber vielleicht hat Jochen ja auch ein technisches Problem hier oder in Le Mans. Hahn gegen Latzko. Dieses Duell bestimmte über Weiten die Saison 2016. In Jarama existiert erstmals die Möglichkeit einer Titelentscheidung. Es wird also spannend vor den Toren Madrids. Sein Comeback in Jarama feiert Frankie Wojtyszek. Ein kleiner Rückblick. Budapest. Zweites Rennen, letzte Runde. Auf Platz 2 liegend wird Wojtyszek von Kisch in die Boxenmauer geschickt. In Most wird der Truck mit vereinten Fahrerlagerkräften wieder aufgebaut. Doch eine Unfallverletzung hindert Wojtyszek am Ende daran, beim Heim-Grand Prix mitzufahren. Umso größer seine Freude, hier wieder mit dabei zu sein. Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein. Ich muss meinem Team sehr danken. Aber auch Jochen Hahns und René Reinerts Team sowie das ganze Fahrerlager hat mir sehr geholfen, den Truck wieder aufzubauen. Das ETRC-Starterfeld in Jarama, verstärkt durch viele spanische und portugiesische Piloten. Die Lokalmatadore werden von zigtausenden Fans frenetisch angefeuert. Die Kurvenkombination der Streckenabschnitte Le Mans bis Farina gleicht einer Arena. Es herrscht Festivalstimmung. Die Fahrer danken es mit wilden Drifteinlagen und Donuts. Das Publikum hier ist einmalig. Die Fans freuen uns die ganze Zeit an. Wir Fahrer freuen uns unglaublich darüber. Ich bin auf verschiedenen anderen Rennstrecken in ganz Europa gefahren, doch nirgendwo habe ich solche Fans erlebt. Das erste Zeittraining und die Superpole-Session. Der erste Moment der Wahrheit am Jarama-Rennwochenende. Die Spitze eng beisammen. Adam Latzko setzt die schnellste Rundenzeit. Hahn macht einen kleinen Fehler, ist eine Zehntelsekunde langsamer und sichert sich damit Startplatz 2. Ich hatte einen Fehler in einer Kurve. Darin sieht man, auf welchem Niveau unser Kampf hier ist. Wir sind am Maximum. Und wenn man auch nur einen kleinen Fehler macht, ist man nicht auf der Pole. Die Startaufstellung. Latzko also auf der Pole Position, Hahn daneben. Das wird kein einfaches Rennen für uns, es wird wohl ein hartes Rennen. Jochen ist ein starker Kämpfer und er will genauso gewinnen wie ich auch. Wir müssen bis zur letzten Runde kämpfen. Dritte Startposition für Norbert Kisch. Neben ihm René Reinert und somit auch das direkte Duell um den dritten Meisterschaftsrang. Von Platz 5 und 6 aus gehen Stefanie Halm und Sascha Lenz ins Rennen. Die Startfreigabe. Der Sprint in die erste Kurve. Kopf an Kopf, Latzko und Hahn. Dahinter ist Reinert an Kisch vorbei und übernimmt Platz 3.
Latzko auf der Innenbahn zieht an Hahn vorbei und führt das Rennen somit an. Halm hatte einen guten Start, hängt hinter ihrem Teamkollegen und ist damit Vierte. Doch sie hat Norbert Kisch neben sich. Im Streckenabschnitt Farina presst sich der amtierende Meister aus Ungarn an der Deutschen vorbei. Halm muss durch den Dreck gehen und verliert eine weitere Position gegenüber Janiek. Wenige Kurven später greift Halm Janiek an und holt sich Platz 5 zurück. Doch der französische Lion-Truck-Pilot gibt Halm einen Schubser. Ihr Truck ist kurz mit zwei Rädern im Kies und sie muss auch Lenz ziehen lassen. Die Reihenfolge nach Runde 1. Latzko vor Hahn, dann Reinhardt, Kisch, Janiek, Lenz und Halm. Am Ende der langen Geraden. Überholversuch von Halm an Lenz. Auch hier eine leichte Berührung. Halm holt sich Platz 6 wieder zurück. Frankie Wojtyszek ist langsam auf der Strecke unterwegs und biegt in die Boxengasse ab. Lenkungsprobleme am MAN des Tschechen. Jochen Hahn derweil näher an Latzko dran. Dieses Duell bestimmt die nächsten Runden des Rennens. Ohne Vorteile für Hahn oder Latzko. Beide sind völlig ebenbürtig unterwegs. Dahinter Reinhardt liegt ungefährdet auf Platz 3. Dann folgt Kisch. Zwischen Janiek, Halm und Lenz wird es immer enger. Kampf um Platz 5. Sportlich gesehen spielen die spanischen Piloten zwar in Jarama keine große Rolle. Ihre Trucks sind nicht auf dem Niveau der ETRC-Spitze. Doch mit spektakulären Aktionen vor den Fanmassen sorgen sie für ausgelassene Stimmung an der Strecke. Das Rennen befindet sich in der Schlussphase. Die vorderen Positionen sind gesetzt. Allerdings ist in der Kampfgruppe Janiek, Halm und Lenz noch Bewegung. Rundenlang hängt Steffi Halm hinter Janiek. Doch findet keinen Weg vorbei an ihm. Letzte Runde. Beim Anbremsen fährt Halm leicht auf Janiek auf, verliert so Schwung. Sascha Lenz nutzt die Gunst der Stunde und geht vorbei auf Rang 6. Ganz vorne fährt Latzko das erste Rennen in Jarama kontrolliert nach Hause. Er macht 5 Meisterschaftspunkte auf Hahn gut. Das Podium. Latzko ganz oben, dann Hahn, René Reinhardt wird Dritter. Ebenfalls wichtige Punkte für ihn im Kampf um Meisterschaftsplatz 3. Das Rennergebnis hier einmal zum Mitlesen. 4. Platz für Anthony Janiek. Sascha Lenz auf Rang 5. Dahinter mit Steffi Halm und Ellen Lohr, 2 Damen. Ellen Lohr und Steffi Halm in der ersten Startreihe beim zweiten Samstagslauf in Jarama. Nach einer langen Durststrecke in der 2016er Saison endlich einmal wieder die Möglichkeit für Lohr, ganz vorne mitzufahren. Ich finde es klasse, dass wir hier eine komplette erste Reihe der Woman on Wheels haben. Das ist top. Doch es wird richtig hart. Mein Speed ist okay, aber nicht schnell genug, um zu kämpfen. Wenn alles normal läuft, wird Steffi gewinnen und ich alle ein wenig blocken, soweit es möglich ist. Steffi should win the race. I should block everybody a little bit as long as possible. Die zweite Dame des Feldes, also neben Ellen Lohr, auf Startplatz 2. Startreihe 2 dann für Sascha Lenz und Anthony Janiek. Eine Reihe weiter hinten Norbert Kisch und René Reinhardt. Startreihe 4, der Meisterschaftskampf Hahn gegen Latzko. Diesmal Hahn auf der besseren Startposition. Das Rennen ist freigegeben. Stefanie Halm gegen Ellen Lohr auf der langen Gerade in Jarama. Die Ex-DTM-Pilotin hat die Nase ein klein wenig vor Halm. Doch die knapp 20 Jahre jüngere Halm geht in der ersten Kurve ganz souverän außen an der so rennsporterfahrenen Lohr vorbei und liegt damit in Führung. Im Hinterfeld geht es derweil richtig zur Sache. Blockierende Reifen bei José Rodríguez, Kettenreaktion. Kursin bremst. Wojtyszek fährt auf, Rodríguez dreht sich weg, Wojtyszek fährt ihm in die Seite. Nur langsam legt sich der Staub. Wir sind bei Jochen Hahn im Cockpit.
Gestartet von Platz 7 schnappt er sich eine Kurve später erst Reinhardt und lässt dann auch noch Janjek hinter sich. Der Meisterschaftsführende somit bereits nach weniger als 2 Kilometern auf dem dritten Rang. Halm zieht ein paar Tracklängen davon. Hahn hängt hinter Lohr fest, könnte schneller fahren. Die Anfahrt zur Bugatti-Kurve. Hahn setzt sich innen neben Lohr. Die lässt die Tür auf und Hahn ist vorbei. Ende der ersten Runde also. Halm vor Hahn, dann Lohr und Latzko. Dahinter Janjek und Reinhardt. Start und Zielgerade. Latzko kommt Lohr immer näher. In der Fangio-Kurve ist der 32-jährige Bugira-Pilot innen schneller. Geht an Lohr vorbei auf Platz 3. Auch Anthony Janjek versucht das gleiche Spiel, doch Lohr macht die Tür zu. Ganz vorne macht Hahn Druck auf Halm. Hat einfach den besseren Speed. Der dreifache Europameister fährt die Lücke zu Halm innerhalb von ein paar Kurven zu. Er fackelt nicht lange, zieht vorbei und übernimmt so die Führung. Ende der 5. Runde erfolgt der Angriff von Latzko auf Halm. Die macht dem Tschechen keine Probleme, lässt die Tür offen. Scheinbar möchte sich keiner in den Meisterschaftskampf einmischen. Für die Polesetterin und nun viertplatzierte Lohr wird es noch einmal eng. Eine reichlich zerfledderte MAN-Front kommt ihrer Heckstoßstange immer wieder unangenehm nahe. René Reinhardt lauert in Lohrs Heck darauf, die vierte Position zu übernehmen. Rundenlang fahren sie im Doppelpack über die Strecke. Letzte Rennrunde. Der Angriff von Reinhardt, Berührung zwischen ihm und Lohr. Die muss mit 2 Rädern durch den Kies. Damit Reinhardt auf Rang 4, doch er ist selbst nicht glücklich über diese Kollision. Ganz vorne ein klarer Sieg für Jochen Hahn beim 2. Tagesrennen. Adam Latzko am späten Samstagnachmittag chancenlos gegen den Deutschen. Steffi Halm wird Dritte. Reinhardt und Lohr in der letzten Kurve. Reinhardt wird minimal langsamer. Das reicht für Lohr, auf der Ziellinie wieder den 4. Platz zu übernehmen. Diese Aktion erneut ein Zeugnis von Reinhardts Sportsgeist. Er egalisiert im Ziel seinen eigenen Vorteil durch die Kollision mit Lohr wenige Runden zuvor. Das Podium, Hahn, Latzko und Halm belegen die Plätze 1 bis 3. Ich habe heute ein wenig gespielt. Ich habe 2 Joker-Reifen benutzt. Dadurch war ich in den ersten 2 Runden richtig schnell und hatte früh einen Vorsprung. Alan Lohr in Jarama mit einem ihrer besten Ergebnisse der Saison 2016. Again, didn't make it to the podium. Dass ich es wieder nicht aufs Podest geschafft habe, dafür könnte ich mich umbringen. 3. Mal dieses Jahr auf Platz 4, aber da kommen ja noch ein paar Rennen. Der Kampf mit René war unglaublich fair. Es war wirklich ein harter Kampf, aber nie unfair. Die letzte Runde war unglaublich. Erst hat er mich überholt und auf den letzten Metern war ich wieder vor ihm. Wenn du am Ende vorne bist, fühlt sich das großartig an. In front at the end, of course, that feels great. Noch kurz das Resultat in Schriftform. Hahn, Latzko und Halm auf den Podiumsplätzen. Dann Lohr mit nur 0,066 Sekunden vor Reinhardt auf Platz 4. Dahinter Janjek, Kiss und Lenz. 2 spannende Rennen in Jarama liegen bereits hinter uns. Die Fans bekamen viel geboten. Ein gelungener Familienausflug an die Rennstrecke. Das gilt auch für Eduardo Rodriguez. Der Portugiese ist ständiger Teilnehmer der ETRC. Hier in Jarama hat er fast seine ganze Familie mit dabei. Sowohl sein Sohn als auch sein Enkelsohn sind direkt mit ihren Renntrucks angereist und haben für die Rennen genannt. Ich bin ja 22 Jahre alt. Seit 22 Jahren betreibe ich Motorsport. Wir haben angefangen mit der Rallye Portugal. Dann 5 Jahre LKW-Rallycross, bevor ich in die ETRC eingestiegen bin, da ich beruflich mit LKWs zu tun habe. Seit fast 20 Jahren bin ich also in der Europameisterschaft aktiv. Erst habe ich meinen Sohn in den Motorsport eingebunden und nun fährt auch mein Enkelsohn mit. Er ist bereits seit dem 13. Lebensjahr im Rallycross aktiv. Doch welche der 3 Generationen ist am schnellsten auf der Strecke?
Das ist mein erstes Trackrennen überhaupt an diesem Wochenende. Wenn es gut läuft, kann ich im nächsten Jahr ein paar Einsätze fahren und in 2 bis 3 Jahren vielleicht die ganze Meisterschaft. Morgen werden wir sehen, vielleicht lasse ich sie ja morgen schon hinter mir. Ein rundes Jubiläum feiert am Samstagabend Frankie Wojtyszek. Auf 30 Jahre Track-EM kann der Tscheche zurückblicken. Damit ist er von Anbeginn des Championats mit dabei. This evening, absolutely very, very happy. Ich freue mich sehr über diesen schönen Abend hier. Wir sind eine große Truck-Racing-Familie. Ich habe hier in den 30 Jahren fantastische Menschen kennengelernt. Truck-Racing ist mein Leben. Fantastic, fantastic people. This Truck-Racing, this is my life. Ein langer spanischer Spätsommerabend mit vielen interessanten Fahrerlagergesprächen, also am ersten Renntag in Jarama. Es ist Sonntag, die Morgensonne taucht die Rennstrecke in ihr Licht. Die Fans strömen zurück nach Jarama. Es geht schon früh los, Zeittraining und Superpole. Adam Latzko schnell unterwegs, doch Jochen Hahn schlägt zurück. Am Ende der Session trennen beide nur 0,018 Sekunden. Die Luft wird immer dünner. Ich war mit meiner Frau Diana am Funk verbunden und sie sagte mir, dass Adam 1/10 Sekunde schneller im ersten Sektor und 2/10 Sekunden im zweiten Sektor ist. Ich wusste, dass ich nun nachlegen muss. Im letzten Sektor hatte er einen Fehler. Er war wohl hinter Norbert und da war eine Menge Wasser. Er sagte mir, dass er durchdrehende Räder hatte und er verlor mehr als 3/10. Dann war ich entspannt. Ich habe nun die Pole Position und das ist der erste Schritt, um Rennen zu gewinnen. Erste Startreihe am Sonntag. Diesmal also Hahn auf der besseren Innenseite und Latzko auf der Außenseite. In der zweiten Reihe steht Norbert Kisch neben René Reinhardt. Startreihe 3, Steffi Halm neben Sascha Lenz. Der Start, Sprint auf die erste Kurve. Jochen Hahn behauptet die Pole Position und biegt als erster in die Fangio ein. Onboard Norbert Kisch. Er hat Plätze verloren, ist hinter Reinhardt und Halm auf Platz 5 zurückgefallen. Janiek geht an Alan Lohr vorbei und macht sich anschließend auf die Jagd nach Sascha Lenz. Der junge Abschleppunternehmer vor ihm macht einen Fahrfehler, hat große Mühe, den Truck auf der Strecke zu halten. Janiek übernimmt Platz 6. Die Positionen. Jochen Hahn fährt vor Adam Latzko. Es folgt René Reinhardt auf 3, Steffi Halm auf 4, dann Kisch, Janiek und Lenz. Hahn schafft auf den nächsten Kilometern einen kleinen Abstand zwischen sich und seinen Verfolger. Dominiert das Rennen an der Spitze. Auch Latzko fährt ungefährdet auf der zweiten Position. Das Feld zieht sich zunehmend auseinander. Schon früh sind die Positionen bezogen. Jerzy Forman berührt die Penalty-Markers zu oft. Eine Durchfahrtsstrafe für ihn. Hahn kontrolliert das Rennen und hält Latzko über die gesamte Distanz auf Abstand. Nach 12 Runden überquert der MAN-Pilot die Zielgerade und holt damit einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um den Titel. Latzko wird Zweiter vor René Reinhardt. Verhaltene Freude bei Latzko auf dem Podium. Der Abstand in der Meisterschaft wächst wieder an. Der Titelentscheid zu seinen Gunsten wird immer unwahrscheinlicher. Er ist sehr, sehr fast. I don't know, he have new tire on the race. Jochen ist sehr, sehr schnell. Ich wusste nicht, dass er neue Reifen für das Rennen hatte. Sehr clever von ihm. Bis zur Hälfte des Rennens hatte ich keine Chance. In der zweiten Hälfte dann kam ich etwas näher. Doch es war nicht genug. Go near and near to him, but it's not enough. Das Endresultat. Halm wird Vierte vor Kisch. Platz 6 geht an Anthony Janiek. Mit Platz 7 und 8 werden Sascha Lenz und Alan Lohr für das letzte Rennen in Jarama die erste Startreihe bilden. Erneute Pole Position also für Alan Lohr in Jarama. Scheinbar liegt der spanische Rennkurs der ehemaligen Tourenwagenpilotin. Wie immer im Rennsport kann es Top oder Flop werden. Das ist immer das Gleiche, auch wenn du von der Pole startest. Wir haben Latzko und Hahn, die unglaublich schnell, schneller als alle anderen momentan sind. Ich habe auch noch andere harte Gegner um mich herum. Mal sehen. Sascha Lenz auf der zweiten Startposition. Die weiteren Startplätze, Janiek und Kisch auf Startrang 3 und 4. Stefanie Halm und ihr Teamkollege René Reinhardt
starten aus Reihe 3. Adam Latzko neben Jochen Hahn in der vierten Startreihe. Der Start. Lenz beschleunigt besser heraus als Alan Law. Nimmt ihr schon vor der ersten Kurve die Führung. Von Platz 3 aus hat Janiek einen tollen Start. Der Lion Truck Pilot zieht an Alan Law vorbei und ist schon in der ersten Kurve auf Platz 2. Dahinter im Feld geht es mächtig zur Sache. Kettenreaktion. Rodriguez und Forman geraten aneinander. Der Renault des Portugiesen dreht sich weg, bevor auch noch Hemming und Forman zusammenkrachen. Während sich in Kurve 1 erst noch der Staub legen muss, geht es vorne schon spannend weiter. Janiek ist formatfüllend hinter Lenz. Vor der Bugatti-Kurve der erste Angriff. Janiek setzt sich neben Lenz, doch der pariert. Es geht weiter in Richtung Monza-Kurven. Beim Anbremsen ist Janiek schon wieder neben Lenz, zieht vorbei und auch Reinhardt nutzt die Chance. Lenz und Reinhardt berühren sich kurz, gehen nebeneinander auf die lange Zielgerade. Beim Anbremsen auf die erste Kurve muss sich Lenz geschlagen gehen. Platz 2 für Reinhardt. Der spanische Iveco-Fahrer Pedro Marco landet in der Le Mans-Kurve im Kies, steht dort sehr ungünstig. Die Rennleitung beschließt einen Rennabbruch mit der roten Flagge. Die Strecke wird freigeräumt und es geht zum zweiten Mal in diesem Rennen in die Einführungsrunde. Die Startreihenfolge auf Basis der letzten komplettierten Runde vor dem Abbruch. Janiek startet von ganz vorne, daneben Lenz. Eine Reihe dahinter, Reinhardt und Lohr. Die nächste Reihe Latzko vor Halm, dann Kisch und Hahn. Startfreigabe und die Frage, wird sich Janiek hier heute seinen ersten ETRC-Saisonsieg holen? Auf jeden Fall behält er nach Kurve 1 die Führung, lässt Lenz hinter sich. Onboard bei Adam Latzko. Der Tscheche geht an Lohr vorbei, während Reinhardt vor ihm Lenz niederringt. Direkt schlägt auch Latzko zu und schnappt sich den orangenen MAN. Auch Hahn macht mächtig Boden gut, hängt hinter Lenz. Kampflos möchte der Abschleppunternehmer seinen Platz jedoch nicht hergeben. Mehrere Kurven lang hält er Hahn stand. Am Ende der langen Geraden jedoch übernimmt Hahn Position 4. Das Trio Janiek, Reinhardt und Latzko ist derweil dicht beieinander unterwegs. Doch Hahn fährt die Lücke zu und schließt schnell auf die anderen auf. Nun also ein Quartett und hier ist viel Musik drin. Janiek möchte seinen ersten ETRC-Sieg 2016 holen, Reinhardt ihn daran hindern. Latzko braucht so viele Punkte wie möglich und Hahn genießt ein wenig die Beobachterposition, ohne unnötige Risiken einzugehen. Latzko versucht einen Weg vorbei an Reinhardt zu finden. Der wehrt sich mit allem, was er hat. Lachender Dritter in diesem Moment, Janiek an der Spitze. Er baut wieder etwas Abstand nach hinten auf. Janieks Freude ist allerdings nur von kurzer Dauer. Reinhardt holt wieder auf, gleichzeitig macht der Führende Fehler. Der Deutsche wittert seine Chance, doch Janiek fängt sich wieder. Das Duell zwischen Janiek und Reinhardt sorgt rundenlang für Begeisterung bei den Fans. Der Franzose bietet Reinhardt keine wirkliche Überholmöglichkeit. Der Logistikunternehmer lässt sich allerdings auch nicht abhängen. Latzko und Hahn dahinter gehen zu diesem Zeitpunkt kein unnötiges Risiko ein. Die Trucks müssen in einem Stück zum Saisonfinale nach Le Mans kommen. Norbert Kisch in Problemen. Ein Lenkungsdefekt bringt den Ungarn von der Bahn ab. Dadurch kommt Wojciech auf den 8. Platz. Ein wenig Genugtuung nach einem schwierigen Wochenende mit Lenkungs- und Simmeringwechsel. Janiek biegt zum letzten Mal auf Start und Ziel ein und holt sich seinen ersten Sieg im FIA European Truck Racing Championship 2016. Dahinter ändert sich nichts an der Reihenfolge des Quartetts. Reinhardt also vor Latzko und Hahn. Ausgelassene Stimmung bei den spanischen Fans, als die Trucks nach dem Rennen Donuts drehen. Eine ganz besondere Fankultur hier in Jaram. Das Podium. Janiek also zum ersten Mal ganz oben in diesem Jahr. Reinhardt und Latzko konnten ihn nicht mehr abfangen. Ja, das ist mein erster Sieg in dieser Saison. Ich freue mich wirklich sehr. Mein ganzes Team hat gestern einen tollen Job gemacht. Mein Truck und besonders meine Schaltung lief einwandfrei. My truck, my gearbox is broken.
Hier noch ein Blick auf das Endergebnis des ereignisreichen vierten Jarama-Rennens. Hahn wird Vierter, Halm kommt als Fünfte ins Ziel, dann Lenz und Lohr. Der Meisterschaftsstand: Jochen Hahn mit 408 Punkten, genau 35 Punkte vor Latzko. Also keine Veränderung am Abstand zu seinem Verfolger. René Reinhardt hat in Jarama fleißig Punkte gesammelt und liegt souverän auf dem dritten Meisterschaftsrang. Das große Finale folgt schon eine Woche später in Le Mans. Es wird das Wochenende der Entscheidung.